Einen Vorgeschmack auf die Wintersaison 2011-2012 gibt es kurz vor der ISPO 11 auf dem Kreuzeck, 1000 Meter über dem Wintersportort Garmisch-Partenkirchen. Stolz stellen die Gewinner der ISPO Awards ihre Produkte vor. Bei den Skiern dreht sich alles um die Rocker. Blizzard setzt auf die sogenannte Flipcore-Technologie und nutzt die Form eines umgedreht verbauten Holzkerns. Von den Fahreigenschaften ist es so, dass man mit diesen Ski natürlich im Gelände, im Tiefschnee, wie mit allen Rocker-Skiern sehr gut aufgehoben ist. Aber ich glaube, die besondere Stärke ist, dass mit dieser Technologie, mit Flipcore, eben auch auf der Piste oder auch auf härterem Untergrund sehr positive Fahreigenschaften und gute Fahreigenschaften erzielt werden. Auch im Bordbereich tut sich was. Bei Silberg zum Beispiel kommt eine völlig neue Kantenkonstruktion zum Einsatz. Der Vorteil von unserem Silberg Snowboard ist, dass sich die Kante beim Kurvenfahren ca. 1 mm in den Schnee drückt und beim Railslide ca. 2 mm vom Rail abhebt und wir somit einen extremen Kantenhalt beim Carven haben und beim Sliden geringeren Kantenverschleiß und auch das Risiko zu verkanten wird minimiert. Oben ohne ist out. Oben mit wird perfektioniert. Der TSG Arctic Kraken Helm verspricht eine perfekte Passform. Der erste Helm mit einer flexiblen Innenschale. Das heißt, die Innenschale ist nicht aus einem Guss, sondern aus insgesamt 8 Teilen, die miteinander verbunden sind durch ein Nylonband. Und dadurch hat der Helm einen gewissen Bewegungsspielraum innerhalb der Außenschale. Das heißt, er kann sich an die Kopfform anpassen. Auch in puncto Sicherheit hat der Arctic Kraken die Nase vorn. Durch die flexible Innenschale wird die Energie des Aufpralls beim Sturz besser verteilt als bei starren Helmen. Oben alles fit, doch auch unten darf's nicht zwicken. Fischer schwört auf den perfekt sitzenden Skischuh mit Hilfe des Vakuum-Fit-Systems. Bisher ist so gearbeitet worden, dass man praktisch den Innenschuh angepasst hat, wobei die Problemstellen am Skischuh entstehen immer an der Schale. Das heißt, die Schale hat die falsche Form. Und wir können die Schale erstmals direkt an den Fuß anpassen. Der Prozess ist relativ einfach. Der Schuh wird auf 80 Grad aufgeheizt, sprich die Schale. Dann steigt der Kunde in den Schuh rein. Dann werden praktisch Kühlpads angelegt und Drucksäcke angelegt. Dann steigt man auf unsere Vakuum-Fit-Station, wo wir praktisch dann den Schuh perfekt ausrichten können, was die Vorlage betrifft, was das Canting betrifft. Und dann wird mit Luftdruck die Schale an den Fuß gepresst. Wir können praktisch mit dem Luftdruck variieren, wie eng die Schale am Fuß sitzt. Das heißt, wir sprechen sowohl Komfortskifahrer an, als auch Rennläufer. Und vor allem sprechen wir Leute an mit Problemfüßen oder Leute, die vorher mit ihren Skischuhen nicht zufrieden sind. Was es sonst noch gibt, damit der Spaß im Schnee perfekt wird, sehen Sie auf der ISPO 11 von 6. bis 9. Februar auf der neuen Messe München.